Ja, danke. Die nächste Abteilung, die ich vorstellen möchte, ist die sogenannte Obermaschinerie. Wir haben die Bühne unterteilt in oben und unten. Also alles, was sich von oben bewegt, was man während einer Inszenierung vielleicht auch für eine Verwandlung benötigt, ein Vorhang, Beleuchtung. Wir können auch Schauspieler fliegen, also es gibt so Konstruktionen, da kann der Schauspieler in einem speziellen Korsett über die Bühne gezogen werden, also in der Luft. Das wollten wir Ihnen einmal veranschaulichen, indem ich den Abteilungsleiter, den Thomas Teichert, bitte, einmal einen Zug abzufahren, den wir vorbereitet haben. Da hängt ein Vorhang drin. Wir haben uns jetzt verabredet, dass er den erstmal so weit durchfährt, dass ich kurz erklären kann. Das ist eine Stange, ein Rohr, in dem mit Schellen oder mit Bändern, das sieht man dort drüben, wie gesagt, die Gegenstände, die man benötigt, eingehängt werden können. Also die heute länger bleiben, werden es auch noch sehen. Wir werden gleich im Anschluss an diese Show umbauen und dann wird da was anderes drin hängen. Im Moment ist ja der Bereich leer. Hier ist jetzt eine Besonderheit, weil ich gesagt habe, diesen Vorhang, den brauchen wir gleich nicht mehr. Deswegen haben wir eine spezielle Auslösevorrichtung. Die ist in unseren Werkstätten gebaut worden. Das ist ein modulares System, also wir können das über die ganze Bühne verlängern und dann hätte man einen Vorhang, der über die ganze Bühne geht. Thomas, fahr doch bitte nochmal wieder hoch. Und ich habe jetzt verabredet, dass wir den gleich mal, wenn der eingesetzt ist, mal auslösen. Und dann wird die Tina auf die Bühne kommen und den wegnehmen. Mach einfach mal. So, das ist auch schon mal häufig für eine Verwandlung sowas erforderlich. Deswegen ist diese Vorrichtung für uns recht hilfreich. Könnt ihr bitte den Vorhang wegnehmen, bevor ich weitermache, sonst kollidieren wir. So, wir haben von diesen Zügen natürlich bei einer Bühnenfläche von 500 Quadratmetern nicht nur einen, sondern 65 in einem Abstand von 25 Zentimeter. Und man kann, wie gesagt, alles Mögliche dort aufhängen, unter anderem auch Licht. Und das wäre jetzt meine Überleitung zur nächsten Abteilung, zur Beleuchtungsabteilung. Also wir haben jetzt verabredet, dass er parallel die Züge, wo die Beleuchtung eingerichtet ist, schon mal abfährt, damit wir das gleich vorbereitet haben. Und parallel dazu würde ich Ihnen gerne erklären, es gibt ganz viele Scheinwerfertypen, die ich jetzt gar nicht im Einzelnen alle aufzählen möchte, aber zwei Exemplare möchte ich Ihnen mal demonstrieren. Das ist ein ganz einfaches Modell, dafür bitte ich mal die Claudia auf die Bühne. Das ist ein sogenannter Paarscheinwerfer, das ist im Prinzip ein Stück schwarzes Blech mit einer Lampe drin, Da kann man keine Effekte mitmachen, da kann man nur Licht mitmachen. Also der hat wie gesagt 1000 Watt und man sieht ja, dass da schon viel eigentlich Licht rauskommt. Ich weiß nicht, wer die Produktion Sandmann gesehen hat, da hängt hinter dem Aushang hinten eine ganze Batterie davon und das macht ein ganz schönes Licht. Danke, dann können wir den schon mal wieder ausmachen und jetzt haben wir mal die aktuelle Generation Scheinwerfer, das sind sogenannte Moving Lights. Und da hat der Christian Schmidt, der Beleuchtungsmeister, der heute aber auch am Pult sitzt, mal was vorbereitet. Wir haben hier oben ein Modell und haben hier vorher eine Markierung gemacht für dieses Blatt Papier. Und es ist ja am Theater oft erforderlich, dass die ganze Szenerie nicht unbedingt hell ist, wie mit dem Scheinwerfer, den wir gerade gesehen haben, sondern dass man vielleicht eine Tür beleuchtet oder ein Fenster oder irgendwas. Und da hat er das jetzt mal vorbereitet, dass mit dem Scheinwerfer nur dieses Blatt ausgeleuchtet wird. Christian, machst du mal. Und das ist jetzt natürlich, das macht er nicht von Hand, sondern er hat das einmal programmiert und das ist jetzt damit auch rekonstruierbar. Und der Scheinwerfer kann alles Mögliche machen. Der kann zum Beispiel auch Farben machen oder Gobos oder rund oder eckig. Eckig sieht man ja schon. Und deswegen löst das doch mal wieder auf, Christian. Das ist jetzt einer. Wir haben da auch ein paar mehr von. Und da hat sich der Björn Bock und der Christian Schmidt, die haben sich hingesetzt und so eine Lichtshow programmiert. Die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Bitte, Christian. Thank you.
Danke, Christian. Das Blatt liegen lassen. Ja, die nächste Abteilung ist die Bühnentechnik. Speziell da gibt es eine Abteilung, die sich spezialisiert hat auf die Bedienung der Bühnenelemente. Denn das, auf dem ich stehe, das ist nicht statisch, das ist beweglich. Und wir haben hier eine Besonderheit, wir haben eine Zylinderdrehbühne. Das heißt, wir haben eine Drehbühne, aber innerhalb der Drehbühne sind noch bewegliche Bühnenteile. Jetzt ist ja alles schwarz am Theater. Das hat ja damit zu tun, dass man möglichst viele Effekte auch mit Licht erzielen kann. Deswegen haben wir gesagt, wir stellen mal einen Stuhl auf die Bühne. Tina? Und dann lassen wir das Ganze mal drehen. Dann sieht man das besser. Wir haben da so eine kleine Markierung gemacht. Das machen wir sonst auch, aber etwas unauffälliger. Das haben wir jetzt einfach mal zur Demonstration gemacht. Ich muss mal da runtergehen. Ja, Viviane? Viviane ist heute an der Drehbühne und wird diese gleich in Bewegung setzen. Die Drehbühne ist 18,30 Meter im Durchmesser und wird auch computergesteuert bedient. Das heißt, wir können verschiedene Geschwindigkeiten, verschiedene Stände jeweils rekonstruieren, und das ist jetzt die schnellste Geschwindigkeit, dann fährt die am Umfang 1 Meter pro Sekunde. Jetzt muss jemand mitrechnen, 18,30 Meter mal, ich muss einen Augenblick überbrücken, das will ich damit sagen. Ich kann ja schon mal weiter die Podien erklären, das ist die nächste Abteilung. Innerhalb dieser Zylinderdrehbühne sind 5 Podien integriert. Das sind 4 gleiche sogenannte Doppelstockpodien, das heißt, die haben noch eine zweite Ebene in 3 Meter Tiefe. Und das werden wir gleich auch mal zeigen, indem ich verabredet habe, dass wir diesen Stuhl jetzt nicht mehr brauchen und wegnehmen, aber nicht, dass jemand auf die Bühne kommt, sondern wir haben gesagt, wir machen das mal so, dass die Tina mit dem Podium, was sich dahinter befindet, hochfährt. Ich weiß nicht, seid ihr soweit, Michael? Ja, der Michael Gielmeister fährt jetzt das Podium hoch. Und wenn wir das jetzt, wenn ich jetzt genug Zeit überbrückt habe, dann sollte die Tina da stehen und den Stuhl gleich wegnehmen können. Jo, das hat geklappt. So, nimm den Stuhl bitte weg, und wir haben es gerade gemerkt, wir brauchen jetzt ein bisschen Zeit, weil sie muss, wenn das Podium runtergefahren ist, aus der ganzen Konstruktion erstmal rauskommen, denn fahrt wieder ab, genau. Denn wir wollen ja das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe. Das, was ich Ihnen gezeigt habe, einmal alles zusammen. Ich sehe gerade, Thomas, du müsstest noch die Oberlichter auf Stand fahren. Das können wir schon mal machen. Also da die Züge, wo die Scheinwerfer drin hängen, die wollten wir etwas tiefer fahren, damit man das Ganze besser sehen kann. So, die Abteilungen habe ich jetzt erklärt. Jetzt haben wir das so gemacht, dass wir musikalisch untermalen einmal eine, ja, wir nennen es Show vorbereitet haben. Wir werden alles zeigen, was an Technik zur Verfügung steht, und das Ganze, wie gesagt, schön musikalisch untermalen. Damit Sie das besser sehen können, was unten passiert, haben wir verabredet, dass wir dieses Podium und dieses Podium, ich muss gucken, dass ich wegkomme, einmal runterfahren, dann sehen Sie auch, dass es alles beweglich, Vorsicht, da fällt gerade das Geländer runter. Das habe ich wahrscheinlich reingeschoben, als ich aufgetreten bin. So, noch ein Sicherheitshinweis, wir haben das ja, das Vordere lassen wir extra hoch, damit keiner auf die Bühne kommt, aber bitte nicht auf die Bühne kommen, das ist gefährlich. Wir haben das auch so verabredet, dass an jeder Tür, also auf der Bühne, ist die Möglichkeit, über verschiedene Schlupftüren auf die Bühne zu gelangen, dass da jetzt keiner drauf kann, weil jetzt, wie gesagt, alles sich bewegt und dreht und... Okay, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich gehe mal runter. Thank you.
Ja, danke an alle, die mitgewirkt haben.